Yo, ihr crazy Schnitzel! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Transport Fever 2. Heute haben wir vor, so eine richtig geile Bahn zu bauen. Nach Hamburg. Ich hoffe, das Geld reicht. Wenn es nicht reicht, müssen wir leider wieder einen Kredit aufnehmen. Oh, ne. Oh, ich sollte vielleicht. Wir waren gerade nur minus 2,1 Millionen. Oh, jetzt nur noch minus 46.000. Was? 2,1 Millionen? Es stand kurz 2,1 Millionen und dann auf einmal 46.000 und jetzt wieder 560.000. Ja, ich habe ja auch gerade gebaut. Ich glaube, wir bauen doch keine so krasse Strecke. Wieso? Wir haben zu wenig Kohle. Hey, 60.000 reicht doch. Easy. So. Das geht schon, jetzt haben wir wieder 200.000. Ja, easy. Jetzt schnell bauen, bevor das Geld wieder weg ist. Ich wollte es gerade sagen. Umso mehr du platzierst, umso mehr wird's, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt ist es wieder weg. Ja, irgendwie immer, wenn man zahlen muss, wird es weniger. ist das nicht in Real Life auch so? Hä, Logik? Oh, zu teuer. Oh, nö. Oh, Mann. Schnell drauf spammen, dass es wieder mehr wird. Easy. 17, ja geil, Digga. Leute, wünscht uns Glück, es sind noch 400. Alter, wie das schwankt. Ja. Du glaubst nicht, was ich jetzt heute gekocht schnell habe. Mach Gerät. Was? Blau, ich habe heute Käsespätzle gekocht. Alter, war das geil. Bist du alleine? Du gekocht hast. Aber halt ich habe gestern ein Zack-Zack-Fleisch gegrillt. Du weißt nicht, was ein Zack-Zack ist. Doch, irgend so ein Burger. Ja, sein Brot mit Fleisch und Zwiebeln und Ketchup. Oder so einer Zwiebelsauce. Auf jeden Fall habe ich mir so ein Zack-Zack-Fleisch gebrätelt. Gebrätelt. Und dann habe ich es am Mittag warm gemacht in der Firma. Und dann in mein Brot reingeklatscht, Ketchup, Zwiebeln, bam, bam, zack, und dann gesnackt. Alter. Weißt du, was ich in Innsbruck bei der Musterung gemacht habe? Nö. Ich war in der Stadt und habe den allergeilsten Burger, den ich je hatte, gegessen. Wo? Bei Ludwig, direkt neben Burger King. Du hättest... du warst wahrscheinlich bei Burger King. Nein, ich war bei Ludwig. Dann du hättest in die Osteria gemusst. Und dann habe ich dazu so einen krassen Mango-Pfefferminz-Eistee. Ja, gut für deinen Mango-Pfefferminz-Eistee. Einen selbstgemachten, alter. Nächstes Mal musst du in die L-Apostroph Osteria. Was gibt's da? Pizza. Und die schmeckt wie in Italien. No joke. Okay. Also nicht wie bei einem Italiener von uns, sondern wirklich Italiano-Ano. Italiano-Mano. Alter, wieso geht's hier so abwärts? Was soll die Scheiße? Richtig gerätig. Oder du fährst einfach zum Dönermann deines Vertrauens und isst eine Kackpizza. Also Leute, falls ihr mal einen richtig geilen Burger essen wollt, der sogar Bio ist, geht zum Burger King. Geht zu Ludwig. Mann, warum haben wir kein Geld? Was soll die Scheiße? So. Nutzt alles nichts. Also, let's go. Yippie. Edi, jetzt verkack's nicht, ja? Verkack's einfach nicht, okay? Vollgas. Nicht, dass wir jetzt die 400 verloren. Alter, Edi, sind nur... Oh Gott! Schnell, Bau! Es wird extrem schneller, wenig. Was ist das bitte für eine kranke Zugstrecke? Ich glaube, wir haben uns zu viel vorgenommen. Oh, Hamburg schneller ist hier drüben. Ja, moin. Ja, aber wir müssen trotzdem noch abwärts. Also... Edi, nochmal Geld. Hallo, Geld? Bist du es? Oh, oh, Geld! Es ist das Geld. Alter, jetzt gibt's sogar noch eine krasse Schüssel. Lol, die ist ja mega crazy. So, oh Gott. Mann, jetzt, ich brauch Geld. Was soll die Scheiße? Bitte geh hoch, jetzt schnell! Easy. Und schon wieder ist es zu teuer. Wenn es euch gefällt und ihr mehr sehen wollt von Crazy Schnitzel und Transport Fever, dann lasst jetzt auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Geilo-Glocke. Das würde uns sehr freuen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es hier so steil ist. Eieiei. Wir müssen noch den Bahnhof erobern. Vergrößern. Erobern. Ab in den Kampf. Was kämpft ihr denn? Ja, gegen den Bahnhof. So, jetzt müssen wir noch krass den Bahnhof erweitern. Mhm. Scheiße, wir haben wieder mal kein Geld. Oh, nice. Arschgerät. Was kostet das? 18.000. Ja, nur 1.000 fehlen. Komm, jetzt! Ja, easy. Geil, jetzt nur minus 63. Jetzt brauchen wir nur noch einen Bahnsteige. Oh, was kostet der? Zu viel.
Ja, moin, schon wieder 18.000. Hallo, liebes Geld. Wir haben einfach schon mehr als 3 Jahre gebaut. Hallo, liebes Geld, bitte Geld. Ja, Leute, in den letzten 5 Minuten sind 3 Jahre vergangen. Ah ja, Leute, sorry, dass zurzeit so wenig Videos kommen. Ja, das war jetzt eine Ausnahmesituation. Ab jetzt wird der Sommer-Upload-Geräteplan verfolgt. Hoffen wir zumindest. Jetzt! Jetzt! Schnell, verbinde es! Krümmung zu groß. Mann! Meine Mutter ist zu groß. Was, meine Mutter ist zu groß? Ja, die Strecke ist fertig. Wir haben aber noch keinen Zug. Ja, ich baue jetzt hier so eine crazy schnitzelige Verbindung vom Depot. Hallo! Ohne Geld. Wenn ihr sehen wollt, wie wir in der nächsten Folge wieder einen Kredit aufnehmen, schaltet gerne wieder ein. Jetzt brauchen wir nur noch einen Zug. Hinzufügen. Okay. Jetzt müssen wir wieder einen Kredit aufnehmen. Wagen. Oh, die so, kosten auch noch. Wie schnell läuft der Gerät? 300.000! Jetzt haben wir 2,2 Millionen. Ja, easy. Sollen wir uns noch leihen? Ja. Es ist gerade ein bisschen zu wenig. Ja, wir haben den Zug. Ja. Endlich, Leute, jetzt haben wir nur 10 Millionen Kredit. Eine neue Linie. Alter, ist das nicht. Zum Glück haben wir nur 10 Millionen. Wie lang ist diese scheiß Strecke? Ja, die hat ja auch 10 Millionen gekostet. Ich glaube, das reicht nicht. Das ist dann Hamburg. Hallo? Amsterdam. Nein, Amsterdam, Hamburg. Und jetzt, sollte hier der krasse Zug kommen. So Leute, jetzt fahren wir mit diesem Zug mit. Ich würde sagen, Zeit drauf, los geht's. Leute, wir sind da. Yippie! Richtig crazy Strecke. Diese Strecke ist die sandere geil. Und man sieht, es hat sich schon rentiert. Wir sind nur 177.000. Oh, 300.000. Oh, 200.000. Okay, die machen... Wow. Ah, okay, das ist noch die neue Linie. Die darf Minus machen. Paris, Klagenfurt. Okay, das ist die von der letzten Folge. Der darf auch noch Minus machen. Und die anderen machen eh alle Plus. Also von dem her kann es eigentlich nur noch schlimmer werden. Und in dem Sinne würde ich sagen, wie sich das Ganze dann verschlechtert, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren. Über einen Daumen nach oben würden wir uns sehr freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.